In der Goethe-Galerie konnte mit einer kurzen Verzögerung am Donnerstag die neue und bereits fünfte Fotografieausstellung zum Jenaer Benefizkalender eröffnet werden. Wie der Titel Bilder sagen mehr als Orte schon verrät, werden unterschiedliche Perspektiven und Motive der Saalestadt gezeigt. Die 28 großformatigen Szenerien wurden von Tino Zippel, dem stellvertretenden Chefredakteur der UTZ, im Zeitraum von September 2023 bis September 2024 eingefangen und in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jena ausgestellt. Das Suchen nach neuen Motiven ist für ihn dabei auch immer wieder eine freudige Herausforderung. Jena ist eine Stadt, die unglaublich viele Motive bietet. Und es braucht immer wieder ein bisschen Experimentiergeist, auch neue Aussichtspunkte aufzusuchen, von denen aus man einen guten Blick hat. Und es ist immer wieder eine Motivation, doch was Neues zu finden und nicht nur das Bewährte zu machen. Letztlich hilft natürlich die Natur auch mit, wenn wir in diesem Jahr Polarlichter zu sehen sind. Um dieses besondere Naturphänomen angemessen zu würdigen, wird es neben der traditionellen Versteigerung der ausgestellten Motive zusätzlich noch die Möglichkeit geben, 5 weitere Bilder der Polarlichter über Jena zu ergattern. Zusammen mit den Geldern aus dem Verkauf des Jena-Kalenders kommt der gesamte Erlös wie in den vergangenen Jahren dem Hospiz Jena in Lobeda zugute. Als Stadtwerke Jena unterstützen wir ganz vielfältig den Bereich Kultur, Sport und auch Soziales. Die Arbeit des Hospiz in Jena ist eine ganz, ganz wichtige, die wir sehr unterstützenswert finden. Und da freut es uns natürlich sehr, dass die Erlöse aus dem Verkauf, Teile des Verkaufs des Kalenders, als auch hier aus der Versteigerung der Bilder letztlich an das Hospiz gespendet werden können und die Arbeit dort unterstützen. Für diese alljährlichen Spenden aus dem Verkauf des Kalenders und der großformatigen Bilder sind die Verantwortlichen des Hospizes mehr als dankbar. Vor allem, weil die Gelder für die grundlegende Finanzierung der Einrichtung gebraucht wird. Wir freuen uns, dass wir das Hospiz so etabliert haben in der Stadt, in der Region, dass es immer wieder Menschen gibt, die uns unterstützen, unsere Arbeit unterstützen. Und das ist natürlich auch eine tolle Unterstützung, weil wir ja nicht, also von den Krankenkassen nicht 100% finanziert werden. Wenn dann noch was, ich sag jetzt mal, übrig ist, wenn noch Spendenpotenzial da ist, dann manchmal wird der Garten noch ein bisschen verschönert oder es wird irgendwas angeschafft, was wir dringend brauchen. Aber zuallererst wird immer der Betrieb des Hospizes gesichert. Die Versteigerungen der Fotografien inklusive der Sondermotive mit Polarlichtern beginnen heute gestaffelt bis zum 25. Oktober jeweils von 19 bis 21 Uhr. Auf www.utz.de/auktion sind noch einmal alle Bilder und Informationen zu den Versteigerungen veröffentlicht. Der Jena-Kalender kann aber schon ab sofort auch in der Goethe-Galerie erworben werden.